Natur, Kultur, Ochsen. Heute will ich mal ein paar Pflanzen, Sträucher oder Baum mal vorstellen, wie die früher ob Ekverblatt benannt sind. Das hat sich am Dorf sogar unterschiedlich durchgestaltet. Verschiedene Häuser, auch die anders benannt. Und hei ist, weiß ich mal, zum Beispiel, kann man gut erkennen, das ist ein Hunnischberg, hätte man gesagt. Hunnischberg heißt auf Hochdeutsch ist der Löwenzahn, den Hunnischberg. Den kann man sogar essen, kann man Zalotfuhr machen. Mittlerweile, weil das früher auch unvorstellbar war, kann man den sogar an den Geschäften erkaufen. Laut wie erzählt, alles mehlig ist. Aus der China-Gilla Blumhai kennt der gleiche Sohm. Ich muss gerade zeigen, er ist nämlich schon an. Er hat schon gesohmt, wo wenn die Luft da kommt. Und dann, naja, im Moment noch nicht, aber so, da fliehen halt Sohm weg. Das ist halt ganz so zeitig. Und da verteilt sich da halt hey, an die Natur und so geht den Hunnischberg, der Löwenzahn, weiter verbreitet. Hi, manchmal direkt mit dem Baum weiter. Ich will immer mal ein kurzes Video machen mit verschiedenen Pflanzen. Das soll alles nicht zu lang sein. Im Laufe des Jahres werde ich 2, 3, 4 Videos mal machen. Immer wenn was umblieben ist, damit man doch gut erkennen kann. Hi zum Beispiel kann man gut die Früchte schon erkennen, das sind die Knepperten. Knepperten hätte man die an Ort für genannt. Die Vogelkirsche, also Savillkirschen, die nicht veredelt sind. Und die Knepperten, die kann man auch essen. Gegenüber einer veredelter Kirsch ist so wenig Fruchtfleisch drin, also man muss ja schon einen Herd essen, bevor man durch die Saat geht. Also das sind die Knepperten. Die Vogelkirsch. Und nicht weiter innen drinnen. Was eigentlich schon schön gell, halb blüht. Das sind die Primmen. Primme kann die an Ockfe genannt. Ginster auf Hochdeutsch. Blühen am Moment wunderschön gell, überall. Vor allen Dingen Gär und am Wehrand vorbei, man sieht es, bis wir haben im Horizont überall sind so Blühen, hoch am Wald, so an den Wehen dran, gerade in den Waldrändern zwischen den Barmen und in den Wehen Blühen, die Primmen. Primmen hätte man früher auch geheult, sage ich Schnittgarn, so noch klar gemalt, sondern mit einer Stree. In der Zoda gemischt kann, also vor allem in der Straße, da ein bisschen gelenkt kann ist, weil man auch nicht immer so viel Futter oder Stree hatte. Dafür hat man die Primme gehall. Wo die Prim oder die Prim, Primmen ist so die Mehrzahl, die Prim, auch immer verdeivelt geht hier, das ist immer das für Butzzerken, gerade und eine Primme wären, aber da sind nicht mehr Butzzerken drin, wie in anderen Pflanzen, die um Wehrand, Gräser oder Sträucher stehen, weil sie halt immer nur, wenn sie irgendwo kommen und in den Rändern, Straßenrändern stehen, da sind natürlich auch immer viel Putzzerken drin. Deswegen hätten wir die immer so ein bisschen verdeivelt oder in Verbindung gebracht, weil du eigentlich sollten mehr Butzerk und Rosavi und Anna pflanzen, aber das stimmt nicht so ganz. So viel Sachen in der Natur. Wie hei die Pflanze, die hei so schön bis sie braunlich blüht. Das ist die Sauerrampe. Die kann man auch essen. Hei die Klarblätter, hei, die kann man auch blicken und essen. Ich mag ein bisschen Butter. Also der Sauerampfer und sehr genießbar.
Man sollte vielleicht, wenn man nicht zu so vertreibt, kann man auch nicht zu so viel beieinander essen, weil sonst ziemlich batter. Das ist denn so ein Rampel. Wo hast du gern Wissen, Straße rennen, wo nicht gern ein bisschen feucht, wo du am Feucht ist, du bist denn so ein Rampel, der Sauerampfer am besten. Als nächstes finde ich so ein weiß Wiesepflanz. Die Nummer gefällt mir besonders gut. Das ist die Schurake. Die Schurake, die wiest an den Haarwiesen dran. Da kann man schön sehen, da ist noch ein anderer direkt daneben. Die uns früher immer aus dem Haar raussortiert. Die hätten wir nicht so dran gelassen, weil die so stokisch waren. Und gerade der Begriff Schurake, das ist dann halt was halt so gar nicht wie bezeichnet geht, die Begrifflichkeiten. Deswegen meine ich das Video auch, dass die auch nicht ganz vergehrt kann. Hier am Wald noch so ein schön weiß Blum. Leisklicker hätte man die genannt. Leisklicker. Die heißen, die bezeichnen wir auch als große Sternmiere. Kennen oder bestimmen kann man die gut, wenn man die so im Reihe, so man trägt Trupp, dann knallt dazu, dann gibt es klar Bällchen, was dann abplatzt, der Sohm. Leisklicker. Herr Wingert, die sind so schön an der Wand sich und bewegen. Das sind die Feierblumen. Die stehen hier an der Wingertsreihe. Feierblumen, das sind Mondblumen. So geht es die einfache Feierblumen und die gefüllten. Die blühen aber weit noch lang nicht. Die werde ich dann mal in einem anderen Video zeigen. Die Feierblumen. Ein heißen wunderschöne Gelbblumen, das ist die Butterblumen. Butterblumen hätte man die in Orkfe genannt. Oder nennt man sie Haut noch. Das ist die Sumpf-Dotterblume. Das ist ein Pflanz, die wiest vor allen Dingen nur da, wo der Bruch ist. Also muss sehr nass sein, bis sie schädt und auch gehe. Mit ganz voll in der Sonne die Butterblumen. Junge Nummer noch kriegt bestimmt von der Farbe von ihrer Blät. Buttergel, deswegen nennt man die Sumpf-Dotterblume auch Butterblumen. Man verweselt es aber auch gern. Manche Leute bezeichnen noch anderen. Die zeige ich dir direkt Heino, die Pflanze, die auch als Butterblumen genannt wird. Aber eine andere Pflanze ist. Heidigelblumen, das sind die, wo ich eben nur geschwart habe, die kann auch gerne als Butterblumen bezeichnet oder man bezeichnet auch Butterblumen, aber das ist ein ganz anderer Pflanz. Das ist der Hanefuß. Der großen Hanefuß wiest überall, vor allen Dingen, wo Ketra sind, wo abgewahrt geht, do. An den Wiesen ist frei im Moment der großen Hanefuß, ist du um Blehen. Auch gern bezeichnet in Orkfen als Butterblumen. Heimo was anderes, so am Waldrand, inner der Barmen, da ist denn Hesselter. Hesselter ist ein Großstrauch, also wenn gut geht, knapp ist hoch 10 Meter Mohegan, wenn optimal steigt. Hesselter hat auch eine Bedeutung an der Dorfkultur gehabt. Man hätte sie geholt als Bohnenstangen. Man hätte die richtig gepflegt, die Sträucher. Hätte immer als die stärksten rausgeschnitten. Was man hier sieht, langnehmige Markern ist. Also hätte die Stärke, ich habe meinen Finger bei drauf vorhin, das war dann an. Die hätte man als Bohnenstangen geholt. Für Stangebohnen drunter zu saßen und die Hegrawelle Kunden. An den kleineren Panne steigt noch an,
Und hei, neben drin ist er nur noch ganz dick stemm. Also die Leute haben die schon gepflegt und haben immer drum rumgeschnitten, dass sie immer auch da für ihren Zweck was Halle konnten. Teilweise hätten wir auch erste Reiser dafür gemalt, wenn viele Jungtriebe da waren, hätten wir von dem Hessel da erste Reiser. Und besonders hätten wir da von Bohnenstange gemalt, auch Stäpen. Stäpe ist ja von den Hessel da gemalt gern. Heimbuchen, also sagen wir doch Hochdeutsch, für einer der Obstbaum zu stellen, für was Obst zu stäpen. Gerade im Herbst, wenn zu viel Frucht drauf war, hätten wir halt so einen Hesselter Stange geholt, war der Gurvel, konnte da schön in den Obstbaum stellen. Also die Heimbuch. So, als letztes Pflanz in dem Video heinem, ich die Video, wie ich auch nennen will, so wie sie die Pflanze früher genannt haben. Man kann es ja erkennen, das sind die Mahn. Mahn, das ist halt auch ein Begriff, eine Bezeichnung für die Birken. Heißt, weil ein Fleisch vom Ale Wingerten 40 Jahre schon stillgelort ist. Das sind die echt, man hat ja echte Pflanzen, die halt so einen Platz besiedeln, also die Dovorsen. Das sind die Mahn. Mahn, der Begriff Mahn, Haar, Gurn. Der kennt man auch, der bezieht sich vor allen Dingen auf den kirchlichen Feiertag, Fröleichnamstag. Da hätten wir die Birke, also die Ma, hätten wir da gehauen. Ist so dabei, wie sie war, auch schon schön grün. Und hat red so links, wo die Prozession, die Fröleichnamsprozession durchgegangen ist, hätten wir Ma gestaltet, um das Ganze, den Fröleichnamstag, ein bisschen auszuschmecken und dafür. Die Birke, wie man bei uns hier an Orkwe sieht, der Mahn. Und mit dem Bild hier an den kleinen Mahnwald beende ich das echt Video, so wie sie die Pflanze früher genannt haben. Es werden mit ja immer noch ein oder andere Videos kommen mit Pflanzen, Früchten, wo sonst was im Feld, am Gold wiest, Bezeichnung speziell ob Equa Platt. Beende ich das Video von Natur, Kultur, Orkwen.